Ein innovatives Thema in der Normung ist heute, dass man sich damit beschäftigt, dass alle Systeme, alle Produkte und Geräte, die uns heute im Alltag nutzen, die uns umgeben, die wir anwenden, dass man diese Geräte miteinander vernetzt, dass im Prinzip jedes Endgerät, aber auch natürlich technische Systeme vernetzt sind und im Internet sozusagen ein digitales Abbild hinterlassen. Als ich in der Schule war, gab es genau einen Computer, der am Internet hing. Irgendwann hatte jeder seinen Computer, jetzt hat jeder sein Smartphone, was am Internet hängt, und in Zukunft wird fast alles, was man sich vorstellen kann, irgendwie mit dem Internet verbunden sein. Sensoren, Kaffeemaschinen, Kühlschränke, Fernseher, großes, kleines, das bietet natürlich ganz viele tolle neue Möglichkeiten. Und ich glaube auch, dass das Leben dadurch noch einfacher werden kann und komfortabler in vielen Bereichen. Ich werde früh morgens aufgeweckt, der Kaffee läuft bereits durch. Die autonom fahrende Kapsel kommt vor mein Haus gerollt. Die... Stopp. Genau. Nichts sagen. Die Musik, die mir gefällt, wird eingespielt. Der Massagesitz rollt und ich starte perfekt in den Tag. Jetzt wirst du dich natürlich fragen, was macht das für einen Sinn? Ja, der Sinn liegt darin, dass mit dem Austausch der Daten untereinander du quasi dir Zeit sparen kannst. Wenn ich zu Hause dann meinen Kühlschrank aufmache und ich nehme meine Milchpackung raus und sie ist leer, registriert das der Kühlschrank sofort und sagt sofort meinem Lieferant, meinem Supermarkt, die brauchen neue Milchpackung. Wie du es willst und wie du es brauchst.